Liebe Tischtennisfreundinnen, wie nehmt ihr eigentlich unseren Sport in Presse und Medien wahr? Nehmt ihr ihn wahr? Gibt es überhaupt Pressearbeit im Tischtennisbereich? Und benötigt ein Tischtennisverein oder gar ein Tischtenniskreis Öffentlichkeitsarbeit? Wie werden Informationen eigentlich weitergegeben? Wir als Tischtenniskreis haben schon früh zwei Entscheidungen für uns getroffen. Ja, wir brauchen dringend Öffentlichkeitsarbeit und Informationen aus dem Tischtenniskreis dürfen nicht nur einen Vereinsvorstand, sondern müssen möglichst alle Tischtennisbegeisterten erreichen. Unser Sport wird medial nur selten wahrgenommen. Doch auf der anderen Seite ist uns, glaube ich, allen klar, dass wir wahrgenommen werden müssen, wenn wir weiterhin Leute für unseren Sport begeistern wollen. Nur wenige Sportarten bringen das Potenzial mit wie unserer. Fast jedes Kind spielt es an fast überall vorhandenen Steintischen. Fast kein Sport ermöglicht lebensälteren oder gehandicapten Menschen, erfolgreich am Mannschaftssport oder an Meisterschaften teilzunehmen, so wie unserer. Tischtennis wird in Pandemiezeit oft als Familiensport gespielt. Es soll sogar dicke Menschen geben, die Tischtennis aktiv spielen können. Und dennoch schaffen wir es nicht durchgehend, Kinder und Erwachsene in unsere Vereine zu bringen. Natürlich liegt das an vielen Variablen. Vollzeitschule, digitale Freizeitgestaltung, Metatrends im Sport, wie zum Beispiel der Wunsch, Sport nicht als Mannschaftssport ausüben zu müssen oder den Wunsch, Sport nur unter freiem Himmel machen zu wollen. An einer Variable können wir aber immer selber schrauben. Daran, dass alle in unserem Einzugsgebiet wissen, dass es uns als Tischtennisverein gibt. Und dies können wir durch Öffentlichkeitsarbeit erreichen. Wenn wir nicht oder nur selten in die Zeitungen kommen, bleiben zumindest die sozialen Medien, bei denen wir Veröffentlichungen selber steuern können. Natürlich sollte die Nutzung der sozialen Medien aber kein Grund sein, die Pressearbeit einzustellen. Der Tischtenniskreis versucht, verschiedene Medien zu nutzen. Wir haben eine Homepage, regelmäßige Informationsrundschreiben, eine App für Smartphones. Wir haben einen YouTube-Kanal, einen Facebook-Auftritt und unseren Kali-Kurier. Aber dabei ist uns auch ziemlich klar, dass wir bei der Nutzung von diesen ganzen Medien Potenzial nach oben haben. Vielleicht habt ihr ja Lust, euren Verein medial zu unterstützen. Dann fragt doch einfach mal nach, ob ihr dort unterstützen könnt. Vielleicht habt ihr aber auch Lust, die Öffentlichkeitsarbeit im Tischtenniskreis zu unterstützen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch bei mir melden würdet. Öffentlichkeitsarbeit ist für unsere Zukunft enorm wichtig.